Hi und herzlich willkommen. Heute stellen wir euch den Beruf des Industrieisolierers bzw. der Industrieisoliererin vor. Zunächst wie immer ein paar allgemeine Fakten zur Ausbildung. Der empfohlene Schulabschluss für diese Ausbildung ist der Hauptschulabschluss. Bei der Ausbildungsart handelt es sich um eine duale Berufsausbildung. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Während dieser 3 Jahre könnt ihr mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 990 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 1040 Euro im zweiten Ausbildungsjahr und ca. 1110 Euro im dritten Ausbildungsjahr rechnen. Im Beruf sind deine Aufgabenbereiche dann vor allem die Abdichtung von verschiedenen industriellen Anlagen. Dabei arbeitest du während der Werktage und es kann auch ein Schichtdienst möglich sein. Deine Einsatzorte sind hier Industriebetriebe. Auch hast du verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten. Du kannst dich entweder zur Industriemeister in der Isolierung oder Techniker in der Bautechnik fortbilden lassen. Oder du studierst anschließend noch zum Beispiel Baumanagement. Während deiner 3-jährigen Ausbildung wird dir an 2 bis 3 Tagen in der Woche das theoretische Hintergrundwissen in der Berufsschule vermittelt. Dazu gehören Umweltgesetze, die du später beachten musst, und die Eigenheit der Baustoffe, die du verarbeitest. In deinem Ausbildungsbetrieb wird deine theoretische Ausbildung um die Praxis ergänzt. Hier kannst du mit anpacken und deine Fähigkeiten ausprobieren. Du lernst, wie du deine Arbeit planst und vorbereitest und wie du Dämmungen anbringst und reparierst. Dafür musst du auch in der Lage sein, Baupläne und Skizzen zu lesen. Auch in den Gebrauch der verschiedenen Geräte und Materialien wirst du eingewiesen und erfährst, wie der Berufsalltag auf einer Baustelle abläuft. Wie bei jeder anderen dualen Berufsausbildung auch, musst du am Ende deines letzten Lehrjahres eine Abschlussprüfung bestehen, die deine theoretischen und praktischen Fähigkeiten überprüft. Wie in vielen handwerklichen Ausbildungen ist es auch hier wichtig, dass du körperlich fit bist. Denn du musst oft schwere Sachen tragen, in großen Höhen herumklettern und bist den ganzen Tag auf den Beinen. Wenn Sport also für dich ein Tabuthema ist, bist du hier wahrscheinlich nicht richtig. Wenn du auf Baustellen unterwegs bist, musst du immer wieder mit anderen HandwerkerInnen zusammenarbeiten und dich mit ihnen abstimmen. Du solltest also eine gewisse Teamfähigkeit mitbringen, wenn du als Industrieisoliererin durchstarten willst. Schulisch solltest du mindestens einen guten Hauptschulabschluss mitbringen. Idealerweise hast du Spaß an Mathe und Physik und hast auch schon mal Werken belegt. Das würde dir bei einer Bewerbung bestimmt einen Vorteil verschaffen, denn es unterstreicht dein handwerkliches Interesse. Hört sich diese Beschreibung jetzt also genau nach dir an? Dann denk doch über eine Ausbildung zum Industrieisolierer bzw. zur Industrieisoliererin nach. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.